Hey Leute, ich bin's Will und heute spiele ich mal die Map Don't Take Damage. Und zwar ist es mittlerweile schon der sechste Teil. Hier steht zum Beispiel Don't Take Damage, Don't Take Damage 2, Don't Take Damage 3 und so weiter. Also hier hat man so einen kleinen Spoiler auch sozusagen. Aber Maps, zu denen kann man auch gehen durch diesen Knopf. Und hier steht ein Fragezeichen, beziehungsweise hier auch What's Next. Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich habe hier schon den Trailer gesehen und der war wirklich nice. Und mal schauen, was uns hier so erwartet. Die Map soll angeblich so 20 bis 40 Minuten lang gehen. Das werde ich natürlich zusammencutten und ich hoffe einfach mal nicht, dass es so lange geht. Hier stehen zum Beispiel auch alle Erbauer und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Rules und Start. Let's go, wir drücken den Knopf und Rules erstmal Play on Peaceful. Okay, Play on Adventure, Singleplayer only. Hier haben wir noch ein kleines Credit und Have Fun. Okay, wir sind hier, oh shit, in einem Raum und wir haben hier, okay, nein, fuck, wir sind schon gestorben. Okay, wir gehen jetzt hier mal drauf. Okay, 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 und wo müssen wir hier hin? Alter, fuck, ich habe keinen Plan. Nein, wir sind gestorben. Oh shit, wir haben hier den neuen Effekt von der 1.9. Wir müssen genau da durch. Und vielleicht ist da Wasser irgendwo. Nein, fuck. Alter, wie soll das gehen, bitteschön? Okay, hier durch. Vielleicht hier irgendwas. Okay. Müssen wir vielleicht auf die Endrods? Hier vielleicht noch etwas? Was? Da ist ein Knopf am Rand. Okay, müssen wir den in der Luft drücken? Wenn ja, dann wäre das ja übertrieben schwierig. Und kommt vielleicht jetzt? Freunde, ich weiß es natürlich. Warum bin ich da jetzt nicht gleich drauf gekommen? Oh mein Gott, okay. Wir müssen natürlich einfach nur, okay, das war ein bisschen zu spät, abwarten. So schwer geht es da noch nicht mal. Und jawohl, wir sind oben mit einem halben Herz. Oh, komm bitte. Ja, ich hab's geschafft. Endlich, Freunde. Endlich habe ich das Level geschafft. Und jetzt geht's weiter. Okay, und wir müssen hier drauf und wahrscheinlich sterben wir hier. Okay, Alter, was? Wie sollen wir das denn schaffen? Wir können auch nicht mal mit Sneaken hier drauf, ohne dass wir Schaden bekommen. Jetzt ging's irgendwie. What? Ich hab keine Ahnung, wieso. Und jetzt bin ich was? Wieder gesprungen. So, jetzt vielleicht. Okay, jetzt habe ich es wieder geschafft. Vielleicht können wir nur an dem Rand sneaken, wenn ich jetzt hier oben drauf springe. Ich hoffe mal, da sterbe ich nicht. Okay. Ich bin bis jetzt nicht gestorben. Jetzt bin ich gestorben. Ich habe nicht die Sneak-Taste losgelassen. Am Rand hier sneaken. Bitte, bitte, bitte. Und ich weiß jetzt nicht, wenn wir die Sneak-Taste loslassen, dann bin ich gleich instant down. Aber sonst kommen wir hier nicht rüber. Okay, okay, alles gut, alles gut. Hier rüber, dann hier lang. Und, oh nee, shit, Freunde. Kann ich jetzt hier lang sneaken? Ja, okay, das geht auch noch. Okay, dann hier hoch. Okay, bitte lass mich einfach nicht sterben. Dann auf diesen Block. Und dann müssen wir hier rauf springen. Dann auf diesen hier. Und jetzt bitte bloß nicht an das Feuer kommen. Ich denke mal, es liegt an der Kante. Anders könnte ich mir das nicht vorstellen. Und ich bin jetzt nicht ernsthaft da drauf gestorben. No. Mir ist gerade auch aufgefallen, wir können hier ohne Sneaken am Rand laufen. Ich weiß nicht warum, aber okay, es geht auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch so ein kleiner Bug, von dem habe ich noch nichts mitbekommen. Und wir lassen mal die Sneak-Taste los und wir sterben nicht. Auch mal gut zu wissen hier. Aber jetzt geht's weiter und ich hoffe mal, dass ich das diesmal schaffen werde. Jetzt aber und jawohl, okay, wir haben es geschafft. So, was erwartet uns jetzt hier? Okay, da müssen wir auf jeden Fall runterspringen, ohne natürlich Schaden zu bekommen. Wer jetzt gedacht. Und wo müssen wir jetzt am besten drauf? Ich glaube hier, oder? Okay, wie gesagt, ich habe die Map noch nicht gespielt. Ich nehme jetzt auch mittlerweile schon 20 Minuten auf. Auf jeden Fall stimmt die Zeit von den Maps. Und okay, schade, hier bin ich gestorben. Aber wir wissen immerhin schon so den ungefähren Weg, beziehungsweise ich hoffe mal, dass es der richtige Weg war, oder? War das überhaupt der richtige Weg? Ja, ich glaube, wir müssen von hier drauf, oder? Ja, das geht noch. Und ich glaube sogar, dass wir von hier gestorben sind. Auf jeden Fall. Ohne Springen schaffen wir das hier nicht hin, oder? Und, okay, ne, unten kann man auf jeden Fall reinspringen. Das heißt, okay, wir müssen hier drauf. Dann können wir hier drauf. Okay, dann wieder hier drauf, dann hier drauf. Und dann von da, okay, das können wir auf jeden Fall hier schaffen. Und ich glaube, jetzt müssen wir da reinspringen, oder? Geht es überhaupt? Ich glaube schon. Ist ein schwieriger Jump, aber nein. So lang ist es jetzt hier auch nicht. Okay, wir sind da, dann hier nach unten. Und was? Das hätte ich doch schaffen müssen, oder? Und vielleicht müssen wir dann doch hier drauf springen. Okay, und dann hier, schätze ich mal, okay, auf das, oder? Nee, auf das reicht es auf jeden Fall nicht. Sondern wir müssen diesen weiten Jump hier machen. Aber das sollte auf jeden Fall machbar sein. Okay, nice. Dann hier drauf. Und jetzt ist hier irgendwo der Knopf. Wir sind auf jeden Fall ganz unten. Das ist schon mal gut. Und hier ist kein Knopf. Der Knopf ist vielleicht hier hinten versteckt, oder? Jetzt müssen wir den Knopf noch suchen. Und da ist der Knopf. Nice. Okay, nächstes Level mit Kakteen. Oh, shit. Okay, gut. Okay, so. Mal schauen, ob wir das First Try schaffen können. Ich schätze mal nicht. Und wir können natürlich... Okay, jetzt können wir hier vorbeisneaken. Nee, wir können nicht vorbeisneaken. Das hätte ich mir eigentlich auch schon denken können. Aber weiter geht's. Nächster Versuch. Wir schaffen uns ganz kurz mal einen Überblick da unten. Okay, wo ist denn überhaupt der Knopf? Ich weiß nicht, wo der Knopf ist. Das wäre so gut, wenn er hier oben irgendwo wäre. Und wir hätten alles umsonst gemacht. Aber ich glaube nicht. Und jetzt ist die Frage. Okay, wir können natürlich... Können wir hier überhaupt drüber springen? Ich weiß nicht. Da oben ist der Knopf. Alter, wie sollen wir denn da hin? Sollen wir ernsthaft von hier aus springen? Ich glaube, das ist doch nicht machbar, oder? Ist es machbar? Doch, das ist sogar machbar, glaube ich. Okay. Da gibt es noch so schwierige Sprünge und selbst danach haben wir wirklich noch eine ganze Etappe vor uns. Wir müssen von dem Slime über den Kaktus springen. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Springen oder Mitspringen machen müssen. Ich glaube mal, Mitspringen. Okay, und wir sind drüben. Sehr schön. So, jetzt bloß nicht auf den Kaktus hier kommen. Okay, das war ziemlich knapp. Okay, dann hier weiter. Das geht doch eigentlich schon mal alles.
Dann hier lang. Okay, und da vorne ist schon der Knopf. Bitte. Wir haben es gleich geschafft. Oh nein, wir müssen nicht da ernsthaft drüber. Wir machen das mit Anlauf. Und jawohl, okay. Wir haben es ernsthaft geschafft. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war echt noch ein Level, was wir schnell geschafft haben. Und jetzt mal schauen. Wir müssen tauchen. Okay, und wir brauchen echt viel Luft. Das heißt, wir müssen da unten, schätze ich mal, hier den Knopf suchen. Und deswegen tauchen wir einfach mal in diesen wunderschönen Unterwassertempel. Oh nein, ein Labyrinth. Wo kann der Knopf hier sein? Das ist ja wirklich nur Luck. Da müssen wir einfach mal die ganze Zeit hier tauchen. Vielleicht ist er hier irgendwo. Ich sehe ihn gerade nicht. Bitte komm, komm, komm. Lass mich noch ein bisschen tauchen. Und ich sehe den Knopf einfach nicht. What? Ich glaube, da drin ist irgendwo der Knopf. Wir können da nicht so ganz reinschauen. Und wir müssen hier erstmal durch das Labyrinth durch. Okay. Das heißt, wie tauchen wir jetzt da am besten ein, dass wir da schnell durchkommen? Ich schätze mal, das ist nur knapp machbar. Also wir müssen echt die gesamte Zeit wirklich gut ausnutzen. Und vielleicht ist er da hinten irgendwo. Okay, können wir hier überhaupt lang? Oder ist er da vielleicht? Nee, okay, hier können wir auf jeden Fall nicht lang. Können wir da vielleicht runtertauchen, oder? Geht es? Ich glaube, da können wir lang, oder? Ja, hier können wir rein, okay. Gut, ich glaube, hier muss, ja, hier ist auch sogar der Knopf, okay. Weil ich glaube, bis ganz ans Ende hätten wir es echt nicht geschafft von dem Labyrinth. Oh nein, und was erwartet uns jetzt hier? Wir müssen auf jeden Fall durch das Wasser durch. Lava geht ein bisschen schlecht, aber wie? Und ja, genau, hier fliegen wir natürlich durch, okay. Das heißt, wir müssen wieder so ein bisschen überlegen, natürlich, wie eigentlich bei jedem Part. Und hier, okay, fuck, haben wir es fast durchgeschafft. Da unten sind auch ernsthaft ganz viele Knöpfe, aber das ist natürlich nur ein Knopf, mit dem wir, glaube ich, weiter können, oder? Sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Oder wir können wirklich mal probieren, dass wir einen Knopf drücken. Aber ich schätze mal, okay, ich habe ihn jetzt gedrückt, da passiert nichts. Wir sind wieder drin. Deswegen, wo müssen wir jetzt lang? Es gibt, glaube ich, ja, okay, da unten nicht. Ich glaube, hier jetzt auf den, okay, haben wir auch geschafft. Und jetzt vielleicht, ich glaube sogar, nee, nicht auf den. Das wäre ein bisschen blöd, da können wir nicht weiter. Dann schätze ich mal auf den jetzt, oder? Okay, nein, wir hätten es fast geschafft. Dann auf den jetzt und dann auf, okay, ich glaube, auf welchen sollen wir jetzt? Wir können, glaube ich, nur auf den und auf den. Oh shit, okay, auf welchen jetzt? Okay, es gibt, glaube ich, gar keinen richtigen mehr, auf den wir können. Wir können jetzt eigentlich nur noch auf den da unten, aber ich glaube, da fliegen wir safe durch, oder? Ja, da fliegen wir durch. Leute, ich habe absolut keinen Plan, wie das Level funktioniert. Ihr könnt selber mal gerne ausprobieren. Der Link natürlich auch zu der Map ist unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch so gut wie alle Knöpfe ausprobiert, deswegen würde ich sagen, überspringen wir einfach mal diesen Part. Den habe ich jetzt mal nicht geschafft, aber es gibt natürlich noch ein paar Level, die wir schaffen müssen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum nächsten Level. So, wir sind hier oben bei dem nächsten Level. Wir können fast schon so ein bisschen in die anderen Level reinschauen. Und hier müssen wir anscheinend runterspringen und mal schauen, wie. Wenn wir auf den Baum springen überleben, wird es auf jeden Fall auch nicht. Da ist eine Liane, deswegen würde ich sagen, schaffen wir es auf die Liane. Ich hoffe mal schon. Und okay, das war ziemlich knapp, Alter. Okay, so, mal schauen, was jetzt hier ist. Okay, hier können wir auch nicht lang. Da vorne, schaffen wir es auf diesen Baum? Ich hoffe einfach mal, oder? Schaffen wir es da drauf, ohne zu sterben? Okay, nice, gut. Dann müssen wir mal schauen, wo der Knopf ist. Das Level war jetzt auch nicht so schwer, wenn nicht mehr was Schwieriges kommt. Und okay, da ist der Schalter. Sehr schön, wir haben es geschafft. Und auf in das nächste Level. Das nächste Level, okay, wir haben hier ein paar Slimes. Und ich weiß, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Es war auch im Trailer, beziehungsweise es waren ja schon ein paar Level im Trailer. Und ich glaube, da müssen wir einfach, okay, jetzt sind wir hier unten. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier warten müssen, bis wir nicht mehr so hoch springen. Und dann ist hier unten irgendwo der Knopf, aber es sieht nicht so aus. Wie kann ich mich jetzt hier selber umbringen? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen, ob wir hier was sehen können. Der Knopf muss dann irgendwo außen sein, aber ich weiß nicht wo. Okay, da ist der Knopf, alles klar, sehr schön. Da ist auch sogar ein Common Block. Und mal schauen, ob das heißt, okay, wenn der Knopf da ist, müssen wir auf jeden Fall da drauf springen. Ich hoffe, das reicht mal und ich hoffe, dass ich auch keinen Schaden bekomme. Und den Slime, den müssen wir auf jeden Fall treffen. Und ich bin jetzt hier drauf. Und was haben wir für einen Effekt? Schnelligkeit. Wir haben Schnelligkeit bekommen, aber nein, der Knopf ist da oben auf dem roten drauf. Und jetzt kann ich, okay, jetzt schätze ich mal, schaffe ich es nicht mehr. Ich bin jetzt hier und wir hatten gerade Langsamkeit. Okay, das heißt, die verschiedenen Blöcke, die geben uns Effekte. Das heißt, wir müssen ein bisschen höher springen, wenn wir von hier anlaufen. Ich schätze mal, das sollten wir doch schaffen bis ganz nach unten, oder? Okay, das haben wir geschafft. Und jetzt vielleicht hier hoch. Nein. Jetzt wieder mit ein bisschen Anlauf und jetzt kommen wir genau hier perfekt drauf springen und wir haben es geschafft. Okay, wir haben jetzt Jump Boost bekommen. Und wo ist jetzt genau der Knopf? Der Knopf ist da vorne. Und wir haben dieses Level auch geschafft und ich glaube, es kommt noch ein Level, oder? Okay, mit einer Elytra. Oh mein Gott, die ziehen wir jetzt erstmal an und wir müssen dann da durchfliegen. Und ich schätze mal, das wird ziemlich schwierig. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen früher die Leertaste drücken und jawohl, nice, okay, hier ein Knopf und war es das Level schon? Okay, das war dann ziemlich einfach, so einfach war es jetzt auch nicht, klar, ein paar Versuche braucht man da natürlich, um sich einfach so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und was kommt jetzt? Okay, hier raus können wir nicht, ich glaube, wir müssen da unten durch, oder? Ja, da ist der Knopf, okay, das heißt, das Level ist doch ein bisschen schwieriger und wir müssen was, direkt zu dem Knopf fliegen oder wie sollen wir das ohne Fallschaden hier schaffen? Und, oh, okay, ich bin jetzt hier gelandet, alles klar, ist es jetzt richtig, kann ich hier hoch? Jetzt ziehen wir ganz kurz hier die Elytra auf und ich glaube, wir können auch so hoch springen und hier
ist sogar ein Knopf und der zieht uns so die Leben ab. Man sieht es hier auch schon, minus 19 maximale Gesundheit. Und mal schauen, ob wir hier hochkommen. Okay, perfekt. Und das ist der Knopf. Und you won. Nice. Ich habe das Level geschafft, liebe Freunde. Beziehungsweise die gesamte Map, außer wie gesagt, das eine Level. Aber das könnt ihr natürlich selber mal gerne ausprobieren. Ich hoffe, an sich hat es euch gefallen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Und falls dieses Video euch gefallen hat, würde es mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.